Meinen neuen Kalender für 2021 beginne ich mit einem Key. Der Key für meinen Kalender ist nicht allzu lang. Er beinhaltet ganze 5 Zeichen, aber ich habe mich der Vollständigkeit halber trotzdem dazu entschieden, einen Key in meinen Kalender hinzuzufügen. Aufgaben bekommen bei mir einen Kreis und sobald ich sie erledigt habe, hake ich sie ab. Sollte ich eine Aufgabe mal nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, kreuze ich sie durch. Und wenn sich eine Aufgabe in die nächste Woche verschiebt, dann füge ich einen Pfeil nach rechts hinzu. Ansonsten habe ich noch ein separates Zeichen für Vorlesungen, die ich mir anhören muss oder durchlesen muss, und die kennzeichne ich mit einem Quadrat, beziehungsweise meist ist es eher ein Rechteck. Ich benutze Stifte von Muji, die ich auch unten verlinken werde. Den ganzen Bums habe ich dann ausgeschnitten und geschaut, wo ich finde, dass er am besten aussieht. Hier hatte ich dann ein paar kleine Probleme mit dem Tesafilm, man kennt das vielleicht. Genau, aber im Endeffekt hat es dann geklappt und ich habe den Zettel links unten festgeklebt. Generell nutze ich meinen Kalender auch gerne dazu, Zitate, die mir irgendwo auffallen, aufzuschreiben. Und jetzt zu Beginn des Kalenders ist mir ein ganz passendes Gedicht für dieses oder das letzte Jahr, aber leider auch noch für dieses Jahr in die Hände gefallen. Und zwar Corona von Paul Celan. Man kann sich das auch im Original vorgelesen von Paul Celan im Internet anhören. Allerdings bin ich mir unsicher, ob ich das einfach benutzen darf. Deswegen probiere ich es einmal mit dem Vorlesen. Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen, der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten, wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles, wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis, wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit. Auf der nächsten Seite ist eine Jahresübersicht für 2021. Hier habe ich immer 6 Monate auf einer Seite und jeder Monat hat 7 Zeilen zur Verfügung. Genau, ganz oben steht immer der Monatsname. Dann mag ich es ganz gerne, die Woche sonntags zu beginnen. Deswegen ist hier Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Und dann steht in den nächsten 5 Zeilen eben das jeweilige Datum. Ich mag das immer ganz gerne, ganz am Anfang des Kalenders diese Übersicht zu haben, damit ich dann die Monate, wenn ich die nach und nach erst aufschreibe, damit ich hier schon mal Platz habe für Termine, die eben früher reinkommen. Und wenn ich dann die Monate später aufzeichne, dann
schaue ich in diese Übersicht und kann sie dann in die jeweilige Woche eintragen. Auf der nächsten Seite lasse ich dann einfach eine leere Seite für das Folgejahr, also in diesem Fall 2022, und habe noch eine kleine Übersicht mit Terminen, die jedes Jahr wiederkommen, wie zum Beispiel der Semesterbeitrag, der zweimal im Jahr überwiesen werden muss, oder meine Immatrikulationsbescheinigung, die ich an verschiedene Stellen schicken muss. Sowas kommt dann hier hin und kann dann für jedes Jahr übernommen werden. Das Gleiche lässt sich eigentlich für diese Geburtstagsübersicht sagen, die ich auf der nächsten Seite habe, wo ich einfach kurz und knapp die Monate aufgeführt habe und dann den Namen und das genaue Datum des jeweiligen Geburtstags, der Geburtstagsperson und des dazu passenden Geburtstags eintragen werde. Auf die rechte Seite kommt einmal eine Brille und eine Note, und das steht für Musik oder für Bücher, die ich hören oder lesen möchte. Was jetzt folgt, ist vielleicht ein bisschen studierendenspezifischer, und zwar mein Stundenplan für das Wintersemester 2021. Das hatte ich natürlich auch schon in meinem letzten Kalender stehen, aber ich mag es ganz gerne, die Sachen gebündelt, also auch nochmal hier stehen zu haben. Zum Zeichnen des Rasters, also der Linien vom Stundenplan, benutze ich den Stift in der Farbe Marine mit einer Dicke von 0,38 mm. Die Tagesnamen trage ich mit einem schwarzen Stift und einer Dicke von 0,7 mm ein. Und Namen und Art der Veranstaltung trage ich mit einem schwarzen Stift in 0,38 und 0,7 ein. Und unter dem Stundenplan habe ich dann nochmal die einzelnen Veranstaltungen aufgeführt und dazu geschrieben, ob es Vorlesungen, Tutorien oder Seminare sind. In der nächsten Spalte habe ich dann Platz gelassen, um die Anzahl der jeweiligen Credit Points einzutragen. In der nächsten Spalte steht, ob es eine Studien- oder eine Prüfungsleistung ist. Dahinter dann das Datum, bis zu dem ich die jeweilige Leistung abgeben muss. Und danach, wenn ich sie erledigt habe, und eben die entsprechende Note, wenn dann die Prüfungen geschrieben sind. Auch diese Seite ist nochmal eine studienspezifische Seite, und zwar dient sie der Prüfungsvorbereitung und ist eine grobe Übersicht über alle Vorlesungen, in denen ich eine Prüfung schreibe, und jede Vorlesung ist hier nochmal einzeln aufgeführt, und dahinter ist nochmal Platz, damit ich, wenn ich gelernt habe, die jeweilige Vorlesung abhaken kann. Es folgt meine 4-Monats-Übersicht, die ich irgendwie immer sehr gerne schreibe, weil ich finde, dass die ganz... Ich mag, wie die aussieht. Und ja, die ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Jede Seite beinhaltet 2 Monate. Da habe ich die Seite einfach in der Mitte ganz stupide geteilt. Und dieses Mal habe ich die Linie nur mit Bleistift gezogen. Das fand ich irgendwie ganz hübsch. Unten stehen dann die 4 Monatsnamen. Und dann geht es wieder ans Eintragen der einzelnen Tage, der einzelnen Zahlen, der einzelnen Daten, besser gesagt. Für die Zahlen und für die Namen der Monate habe ich immer den Stift in Marine in der Stärke 0,38 benutzt. Und die Wochenenden habe ich nochmal mit einem grauen Filzstift oder Textmarker hervorgehoben. Und dafür habe ich direkt mal den Jahresplan ganz am Anfang benutzt und die Wochenenden abgeguckt.
Weiter geht es mit einer Art kleinen Finanzübersicht. Hier habe ich auf der linken Seite eine Tabelle eingefügt, wo die einzelnen Spalten für Datum, den Betrag, Zweck und die Art und Weise, wie ich das Geld ausgegeben habe, sind. Für die Tabelle und auch für die Überschriften habe ich einen dickeren schwarzen Stift benutzt und für die Einträge werde ich einfach den schmalsten in 0,38 benutzen. Und rechts sind Erinnerungen an Beträge, die regelmäßig rein oder rausgehen, aufgeführt. Ja, kommen wir jetzt endlich zu der ersten Wochenübersicht. Oben links in die Ecke trage ich mit dem dicksten schwarzen Stift ein, welche Kalenderwoche die Woche ist. Und in die Mitte kommt immer das jeweilige Datum, von wann bis wann die Woche geht. Ich unterteile jede Seite in 6 gleich große Rechtecke. Und belasse das auch ganz gerne in Bleistift. Dann füge ich mit dem schwarzen Stift in 0,7 mm den jeweiligen Tag, das jeweilige Datum hinzu und schreibe mit dem schmalsten schwarzen Stift in 0,38 den Wochentag hinzu. Unten in die rechte Ecke male ich noch einen Kreis mit dem dicken schwarzen Stift. Den hake ich am Ende einer Woche ab, wenn ich alle Aufgaben, die ich mir notiert habe, abgehakt oder umgetragen habe. Dafür ist der da. Ja, und blöderweise hat sich der dickere Stift von den schwarzen auch mit wegradieren lassen, teilweise zumindest, sodass ich den an ein paar Stellen nochmal nachbessern musste. Et voilà, hier ist der fertige Planer, zumindest für die erste Woche im Januar. Am Anfang steht der Key. Auf der nächsten Seite ist das Titelblatt für das Jahr 2021 mit dem Zitat "Ein wolkenloser Himmel". Dann folgt das Corona-Gedicht und die Jahresübersicht für 2021, wo unter jedem Monat jeweils die verschiedenen Termine eingetragen werden können. Da ist genug Platz. Dann kommt nochmal Platz für das Jahr 2022. Dann kommen die Geburtstage, die ich jetzt noch nicht eingetragen habe, aber das wird mein nächster Schritt sein. Und rechts ist Platz für Lese- oder Hörwünsche. Dann gibt es den Stundenplan, wo ich nochmal ein paar Trennlinien mehr eingefügt habe, weil ich fand, dass das doch ordentlicher aussah. Und unten werde ich dann die Tabelle weiter ausfüllen, sobald ich Termine für Prüfungen habe und auch Noten und Ergebnisse habe. Auf der nächsten Seite, wie gesagt, ist die Prüfungsvorbereitungsübersicht ganz grob. Da
Da werde ich mir selber nochmal einen genaueren Plan, aber wahrscheinlich eher am Laptop erstellen. Den Lernplan. Genau, und hier ist dann die 4-Monats-Übersicht. Die Finanzübersicht für erstmal Januar oder vielleicht je nachdem, wie schnell sich das ausgefüllt hat, wie schnell ich es ausfülle, vielleicht auch für ein paar mehr Monate. Und dann die erste Wochenübersicht. Die werde ich so benutzen, dass ich auf der linken Seite immer die Termine eintragen werde und auf der rechten Seite die Aufgaben, die an dem Tag gemacht werden müssen. Und dazu werde ich die Symbole aus dem Key benutzen. Also einen Kreis für eine Aufgabe und ein Quadrat zum Beispiel für eine Vorlesung, die ich mir anschauen muss. Und wenn ich dann am Ende des Monats oder der Woche, besser gesagt, ankomme, dann schaue ich, was ich davon übertragen muss in die nächste Woche und was ich abgehakt habe. Und wenn ich das alles durch habe, dann hake ich rechts unten den Kreis ab und weiß damit, dass die Woche erledigt ist und ich in die nächste Woche gehen kann. Danke fürs Zuschauen.